So ganz geheuer ist er mir nicht. Ich gehe besser erstmal wieder. Ja, ist vielleicht besser. Meine Güte, diese Kids sind ja völlig fertig. Ich werde erstmal die Akten durchsehen. Okay. Sonntag, 11. November 2007, Nachmittag. Hoffentlich schickt Moretti bald seine Daten. Ich hätte ein paar Fragen an ihn. So, und wir gucken mal die Akten durch. Mal sehen. Case Portfolio. So, was haben wir da? Ach nein, das ist der Untersucher, Dr. Robert Young, okay. Identität unbekannt. Das ist aber echt beschissen zu lesen hier. Mensch, ich will das nicht zumachen. Posttraumatisches Stresssyndrom. PTSI, was auch immer. Amnesie. Was? Patient soll das heißen. Ist zeitlich und örtlich desorientiert. Stark aggressives Verhalten, impulsive Ausbrüche. Selbst- und Fremdgefährdung, Gerichtsbeschluss, Hämatome, Schürfwunden. Hier drüben, posttraumatisches Stresssymptom, das hatten wir schon, Amnesie, Patient ist zeitlich und örtlich desorientiert, Selbst- und Fremdgefährdung, Unterkühlung, Hämatome und Schürfwunden. Also im Prinzip dasselbe. Ach gut. So, was haben wir hier? Wieder unbekannt. Posttraumatisch, Patient ist zeitlich örtlich desorientiert, unklare Zwangshandlungen, wiederholte bei Aufnahme unablässig einen vermutlich technischen Begriff. Delete? Wie jetzt? Löschen. Okay. Selbst Fremdgefährdung, Unterkühlung, Hämatome, Schürfwunden. So, und die Frauen? So, Identität unbekannt, posttraumatisches Stresssyndrom, Amnesie. Ja, wieder mal apathisch und zeitlich desorientiert, aber immerhin nicht örtlich desorientiert. Das ist ja schon mal was. So, und hier posttraumatisches Stresssyndrom, Amnesie, Patient apathisch und zeitlich desorientiert, apathischer Gesamtzustand mit patentaggressiver Färbung. Das ist die aktuellste, die als letztes eingeliefert wurde. Die hat eigentlich ganz gemütlich rumgesessen nur. Na gut, hilft uns jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Das ist ja echt einfach nur eine Bestandsaufnahme von dem, wie die sich so geben. Mehr ist es ja nicht. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Cell 72i. Mit diesem modernen Handheld-Gerät können Sie E-Mails empfangen, Sprachaufzeichnungen machen und natürlich telefonieren. Benutzen Sie die Icons auf der grafischen Oberfläche, um die Funktionen aufzurufen und zu verwenden. Am wichtigsten ist für mich die Sprachaufnahmefunktion. Ich zeichne damit Sitzungen auf oder spiele sie ab. In Schön. Gruppensitzungen kann es manchmal auch helfen, anderen Patienten Aufnahmen vorzuspielen. Früher habe ich immer ein altes Diktaphon verwendet. Ist mir einfach zu unpraktisch geworden. Benutzen Sie einfach die wunderschöne Funktionssteuerung hier auf dem Handy direkt, um das zu benutzen, um die einzelnen Funktionen auszutesten. So, hier können wir anrufen. Audiomitschnitte, Nachrichten. Sie haben keine Nachrichten derzeit auf Ihrem Handy. Protokolle, das müsste ja das sein, was wir... Aufzeichnung, Sonntag, 11. November 2007, 8 Uhr. Ich beginne heute früh meine Untersuchung in Staten Island. Genau, das war vorhin im Hotelzimmer. Keine Ahnung, was mich erwartet. Wunderbar, dann können wir jetzt auch... Wie kann ich das jetzt wieder wegklicken? Irgendwie? So, okay. Gut. Der Kommissar steht nicht mehr hier. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder ins Cockpit. Oh, die Tussi ist weg. Dr. Young, bitte. Na, David, wie läuft es bei Ihnen? Erst Kontakt geglückt? Reverse Memory aktiviert? Sie kennen meinen Aufsatz? Das freut mich.
Es ist schwer, ihn zu ignorieren, so oft, wie er schon nachgedruckt wurde. Tja, das stimmt. Er hat allerhand Aufsehen erregt. Gefällt er Ihnen? Ich will mich nicht mit Ihnen streiten, David. Oh. Das steht mir auch nicht zu. Nur heraus damit. Wir beide sind in ganz verschiedenen Epochen der Psychiatrie zu Hause. Zwischen Ihrer und meiner liegen Welten. Und ich glaube nicht, dass ich das sehr bedauere. Aha. Und wenn ich ganz offen sein darf, noch sind Sie jeden Beweis schuldig geblieben, dass Ihre Methoden funktionieren. Dieses schrittweise Zurückgehen mag sich in der Theorie plausibel anhören, aber in der Praxis? Oh, in meiner Zeit bei der Armee hatten wir recht gute Erfolge. Zum Beispiel bei der Rekonstruktion von Angriffssituationen und... Ich habe gehört, Sie wurden unehrenhaft entlassen aus der Armee. Darf ich fragen, woher Sie das wissen? Ganz so abgeschnitten bin ich eben doch noch nicht von der Debatte. Sie haben nicht nur Freunde unter unseren Kollegen. Wussten Sie das? Mag sein. Meine Entlassung hatte jedenfalls private Gründe. Sie hatte nichts mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe anderes gehört. Boah. Gab es nicht einige Probleme mit Ihrer, sagen wir, Stabilität? Hören Sie zu. Ich weiß wirklich nicht, woher Sie das haben. Aber ich finde es weder fair noch angemessen, wenn Sie... Stimmt es denn nicht? Was ein Arschloch. Schon in Ordnung. Vielleicht höre ich auch nur zu viel auf den allgemeinen Klatsch. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück mit Ihrer Methode. Sie werden es brauchen können. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich weiß das zu schätzen. Ich glaube, wenn wir in der Nacht dann gehen aus dem Krankenhaus wieder, werden wir einfach mal die Zellentüren offen lassen, um die latenten Aggressionen dann, falls die dann mal auftreten bei den Patienten, damit die sich dann einfach irgendwo abreagieren können. Und da ist der Doc ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, nicht wahr? Mann, ist das ein Pisser. Aber auch immer gleich beleidigend werden, ne? Nur weil er so ein altes Eisen ist und seine Methoden scheiße sind, weil alt, da muss er gleich hier wieder alle blöd angehen. Abgeschlossen. Ach Mensch. Tja, da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, denn auf unserem Handy haben wir ja den Kommissar Rex noch nicht mit irgendwie als Möglichkeit zum Anrufen. Oder? Dem Pieper nützt uns nichts. Geld, Brieftasche, gucken wir nochmal nach im PDA. Telefon, Terry Ingram, wer ist das denn? Den können wir eigentlich mal anrufen. Lieber nicht hier drin, jeder könnte mithören. Mir doch egal. Okay, dann weiß ich auch nicht so richtig. Vielleicht mal nach draußen gehen. Oh, wer ist das denn? Lauf schneller, Dave. Hey, guten Tag. Sagen Sie, habe ich Sie nicht eben am Anleger gesehen, drüben in Manhattan? Und? Nichts weiter. Ich kenne eben niemanden hier in New York. Erstaunt man, wenn man Leuten zweimal über den Weg läuft. Ja, Wahnsinn. Ach, der Wortgewandte ist das. Sie werden doch klatschnass. Sagen Sie bloß, gehört nochmal zu meinem Job. Was ist Ihr Job? Sicherheitsbeamter. Oh, aha. Sie passen auf, dass niemand ausbüchst. Ein Drecksjob. Die Arbeitsvermittlung hat ihn mir aufgedrückt. 12 Stunden rumstehen für 6,50 die Stunde. Und? Ist schon mal jemand ausgebüxt? Was? Hier ist es still wie auf dem Friedhof. Ja, fast unheimlich. Jetzt werden Sie langsam aber auch nass, Kumpel. Ja, das stimmt wohl. Ich gehe besser rein. Wir sehen uns ja noch. Mensch, der hat ja richtig... Wir sollten was gegen diesen Husten machen. Der hat ja richtig Smalltalk mit uns gehalten gerade. Also dann. Das ist schon eine ganz schöne Labertasche, also kann man nichts sagen. Oh. Betrachten wir mal das Nebengebäude. Ja, irgendwie soll ich doch jetzt mit Kommissar Rex hier Kontakt aufnehmen. Ich weiß bloß nicht, wo der Typ ist. Ziemlich trostlos. Mhm. Aber wir können ja noch irgendwo... Ach so. Nee, das nützt mir ja nichts. Gehen wir mal zurück auf die Straße. Gibt's denn hier noch irgendwas? Lust zur Fähre. Hm. Nein, ich will das nicht angucken. Okay, wir können direkt durchs Tor. Hm.
Tja, dann weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig. Oh. Was hat er denn da gemacht? Dave, was hast du gemacht? Wir könnten natürlich auch mal versuchen. Gehen wir mal hier rein. Können wir vielleicht mit dem Pendel? Mein Pendel, echt Silber. Ich hab's zur Hochzeit geschenkt bekommen von Terry. Vorher hatte ich immer dieses Ding, das ich mir schon im Studium gekauft hatte. Für $10, made in Hongkong. Können wir das vielleicht? Nein, können wir nicht. Hallo, Junge. Erkennst du mich? Ich möchte nochmal mit dir sprechen. Wenn du nicht willst, ist das kein Problem. Ich bleibe einfach ein bisschen hier bei dir. In Ordnung? Ach, jetzt können wir immerhin... Ach, wir können ihn hypnotisieren. Wunderbar. Da wollen wir mal schauen. Ich muss irgendwie Zugang zu ihm bekommen. Hat jetzt also nicht geklappt, oder wie? Der liegt ja auch ganz apathisch dort. Ich glaube kaum, dass der auf so ein Pendel guckt. Na gut. Hatten wir denn nicht irgendjemanden, der irgendwie schon ein bisschen fitter im Kopf war? Ich weiß es gar nicht mehr. Die hier drüben hat auch bloß rumgelegen. Der Typ hat bloß gesessen und die ganze Zeit auf den Boden gestiert. Und der da hinten war total Psycho. Tja, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal oder vor dem nächsten Mal überlege ich mir mal, wie es hier weitergehen könnte. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns und bis bald oder gleich noch in derselben Aufnahme. Mal schauen. Tschüssi.